Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lands of Lore 2. Lands of Lore, Götterdämmerung. Und wir waren das letzte Mal hier dabei und hatten Dorn schon, die ersten Wachsrunen gegeben, die wir in der Höhle in der letzten Folge gefunden hatten. Und heute möchte ich gern zu ihr laufen, um da mal ein bisschen mehr herauszubekommen. Oh, hier geht's raus. Was es so herausgefunden hat, weil sie wollte sich mit uns in der Bibliothek treffen. Und genau das werden wir jetzt auch tun. So. RIP. Jetzt müssten wir direkt auf einem guten Weg eigentlich sein, wären wir nicht in die falsche Richtung gelaufen. Jawohl. So. Dann gehen wir mal zu ihr. Und schauen mal, was er herausgefunden hat. Hast du etwas herausgefunden? Weißt du etwas über meine Erlösung? Die Botschaft der Runen scheint sich um Schuld und Erneuerung zu drehen. Ja, man könnte sagen, das Versprechen des Frühlings tilgt die Scham des Winters. Und das bedeutet? Das bezieht sich auf die Drakoiden. Sie erwarten wohl so etwas wie eine Wiedergeburt. Einheitsmythologie. Aber ich sehe noch keine Beziehung zu deinem Problem. Was soll ich also machen? Bruder Julien hat einen Hinweis auf einen alten Hulinentempel im Dschungel der Wilden gefunden. Vielleicht gibt es dort weitere Antworten. Das war jetzt alles. Sonst hast du nichts? Nö. Danke für die Deutung. Man sieht sich. Schätze ich mal. Leider konnte ich dir nicht mehr helfen. Oh, ja. Hier, es ist ein Zauber. Es ist ein Zauber der Dämpfung. Er sollte deine Verwandlungen unterdrücken. Wende ihn an, wenn der Fluch wieder in die Rege wird. Okay. Haben wir schon mal was? Können wir hier uns so ein bisschen Platz verschaffen? Okay. Hast du die Runen gefunden? Ja, aber ich hatte schon andere Deutungsangebote. Die Mystikerin Dorn in der Bibliothek gab sie dir sicherlich. Ja, aber... Wem wirst du eher trauen? Mir oder ihr? So, wir haben ja zum Glück zwei mitgehen lassen. Zufälligerweise, ne? Ich wollte einfach nur sicher gehen, aber ja. Hier bitte. Hier bitte, ein Wachsabdruck der Runen. Was könnt ihr mir über das Lösen des Fluchs sagen? Nur die Ruhe, Sohn. Es tut mir wirklich leid, aber unsere Untersuchungen waren erfolglos. Sie haben nichts ergeben. Gar nichts? Nein, gar nichts. Aber ich fand einen Hinweis auf einen alten Hulinentempel im Dschungel der Wilden. Wenn du noch mehr Runen findest, bring sie mir und wir werden sehen, was sie bedeuten. Und du kannst nichts weiter sagen dazu, oder? Steht nicht irgendetwas in den Runen? Oh, sicher doch, aber es ist verstümmelt und ergibt keinen Sinn. Bitte, lest, was immer ihr könnt. Gut, wie du willst. Es bedeutet entweder, uralte Geister erwarten den Tod von ihren Kindern. Oder, die Kinder erwarten die Wiedergeburt ihres Vaters. Keine Ahnung, was das bedeuten könnte. Naja gut, das mit der Wiedergeburt kommt ja schon mal ungefähr hin, ne? Aber so ganz kann er uns da noch nicht weiterhelfen. Naja gut, das war's dann erstmal. Wenn das so ist, dann vielen Dank für eure Mühe. Ich werde mich auf die Suche nach dem Tempel im Dschungel der Wilden machen. Hier, nimm diese Sphäre der Macht. Ich weiß das Vertrauen, das du in mich gesetzt hast, zu würdigen. Sehr gut. Eine Sphäre der Macht.
Ich bin ja am Überlegen. Wir haben ja immer noch dieses Schwert. Oder dieses hier starke Schwert. Sollen wir das nehmen, um es zu verbessern? Oder mal schauen, um das zu verbessern? Oder eventuell doch zu ihr gehen? Und quasi, ich speichere mal ganz kurz ab. Diesen Feuersturmschwert holen, weil das ist ja auch was ganz Besonderes. Ich weiß, wir müssten ja dann quasi keinen killen, ne? Also wären ja dann eigentlich die Guten. Bin am Überlegen, wäre vielleicht doch ganz cool. Aber andererseits überlege ich mir, warum alle da so stark hinterher sind. Ich möchte es mal ausprobieren. Rup. Na, was ist denn? Zack. So. Uppala. Ich glaube, wir sind falsch gelaufen, oder? Kann das sein? Nee. Aha, okay. So geht die Kette auch weg. Wie jetzt? Das ist sie doch. Wie geht die Suche voran? Ich muss in den Dschungel der Wilden, um einen alten Holinentempel zu finden. Aber ich habe noch keinen Weg hineingefunden. Heute hat mein Sohn Daniel Geburtstag und ich habe ein Geschenk für ihn. Ich habe zu viel Angst, um ihn selbst dort zu besuchen. Würdet ihr vielleicht das Geschenk übergeben? Zeigt mein Geschenk den Wachen am Tor jenseits der Brücke. Sie lassen euch passieren. Danke, Kitjara. Das werde ich euch nicht vergessen. Moment, wir speichern mal. Hätten wir dann Anspruch auf Feuersturm? Ich würde das Schwert Feuersturm gerne erwerben. Hier ist euer Preis. Eine wahrlich weise Entscheidung. Ihr findet das Schwert in meinem Laden. Bedient euch selbst. Und danke. Beehrt mich bald wieder. Also es wäre möglich gewesen. Moment. Wir testen mal ganz kurz das aus. Ich speichere dann an einer anderen Stelle. Ich will herausfinden, was dieses Schwert zu bewirken hat. Aber das finden wir bloß heraus, wenn wir wirklich in die Stadt nochmal reingehen. Ich habe ja zum Glück gespeichert, ne? Ich will aber unbedingt wissen, was das zu bedeuten hat. Okay. Schauen wir mal. Der wollte ja nämlich auch so eine Sphäre der Macht haben. Und es soll wohl das stärkste Schwert sein, was es gibt. So, wir gucken das jetzt einfach mal an. So. Ah, ich vermute, ich soll euer Schwert in Ordnung bringen. So, hier ist das Schwert. Gut, ich mach das eben für euch. Ihr seid ein ungewöhnlicher Schmied. Jetzt gucken wir mal. Das ist sogar noch schlechter. Es ist sogar noch schlechter als das, was ich habe. Ne, das ist mir die Sphäre der Macht auf jeden Fall nicht wert. Also werden wir uns Feuersturm auf jeden Fall holen. Gut, aber dass ich es mal herausgefunden habe. Ich würde das Schwert Feuersturm gerne erwerben. Hier ist euer Preis. Eine wahrlich weise Entscheidung. Ihr findet das Schwert in meinem Laden. Bedient euch selbst. Und danke. Beehrt mich bald wieder. Gerne. Gut, dann machen wir das jetzt auf jeden Fall erstmal. Ich wollte es unbedingt mal herausfinden. Es hat mich mal interessiert, was das mit dem Schwert da auf sich hat. Ob das wirklich so stark ist. Aber wenn das sogar schwächer ist als das Regenbogenschwert, was ich habe, dann ist das schon ein Armutszeugnis und bringt uns ja nicht wirklich weiter. So. So haben wir es uns auf ehrliche Art und Weise ja, erkämpft. Erwirtschaftet, wie auch immer. So.
Ich hoffe natürlich, dass ich es nicht bereuen werde, dass ich das abgegeben habe, dass ich es vielleicht später noch brauchen werde. Aber das kann ich jetzt nicht ändern. So, wir gehen mal hier rein. So. Wir dürfen ja hier in den Laden rein. Und jetzt schauen wir mal. Um einiges besser, ne? Ihr seht, um einiges besser. Da kann das Schwert gar nicht mithalten. So, ansonsten hat sie hier halt, naja, nicht wirklich irgendwas, was hilfreich ist. Aber dass sie so ein Vertrauen hat, dass wir... Kein versteckter Hebel? Dass wir so einfach hier in den Laden rein dürfen, ne? Schon geil. Alles klar. Wir werden jetzt den ganzen Kram, den wir nicht brauchen, hier lassen. Ich weiß nicht. Moment. Ich weiß immer noch nicht, wofür das ist, aber ich werde es auf jeden Fall erstmal aufheben. Den Schlüssel, Generalschlüssel, ich weiß nicht, ob der jetzt nur für das Tor gewesen ist. Das kann auf jeden Fall auch hier bleiben, das möchte ich nicht. So, jetzt haben wir wenigstens ein bisschen Platz. Ich glaube, die Kristalle, die werde ich später nochmal brauchen. Okay. 4 Stück Platz. Ach, das Gift kommt jetzt auch raus. So. Müsste reichen. Okay. So, dann wollen wir mal. Wir speichern das Ganze ab. Mal unter einem neuen Part. Mach mal hier 9 draus. Okay. Und jetzt können wir quasi die Brücke überqueren. Lange waren wir jetzt nicht im Dschungel gewesen, ne? So, wir können das jetzt unterdrücken. Ist ja auch witzig. So, jetzt muss ich noch herausfinden, wo das doch gleich gewesen ist. Ich glaube mal hier oben, ne? Hier auf der Seite könnte es sein, ne? Okay, da gehen wir mal hin. Weil das ist der einzige Weg eigentlich, den wir noch nicht erkundet haben. Und da führt halt auch dieser Weg, dieser Fluss, dieser See, wie auch immer, führt dort lang. Immer hier lang. Genau. Okay. Jetzt müssten wir doch auf einem guten Weg sein. Hier lang. Wenn wir auf unseren Freund treffen, müssten wir eigentlich auf der richtigen Fährte sein. So, hier waren wir wohl schon. Da ist doch Bakada. So. Luther, ich wusste, dass du kommen würdest. Ich habe dir mein Wort gegeben, aber ich muss dich nochmal um Nachsicht bitten. Ich fürchte, mein Problem löst sich nicht in diesem Dschungel, sondern erst im nächsten. Was bitte? Ich muss zum Hulin-Tempel im Dschungel der Wilden. Erst dann kann ich zurück nach Gladstone und meinen Namen reinwaschen. Du hast ausgesprochenes Glück. Die Mission meiner Herrin dauert etwas länger als erwartet und sie hat mich angewiesen, ihr hier weiter zur Seite zu stehen. Ich muss dich warnen. Eine Gruppe von Wachen aus Gladstone erwartet dich bereits auf der anderen Seite der Brücke. Kannst du mir ein Schreiben mitgeben, sodass sie mir unsere Abmachung glauben? Eine fabelhafte Idee. Aber ich bezweifle, dass die Männer lesen können. Vielleicht ist es besser, wenn ich dich hinüber begleite.
Ist ja nett. Schönes Wetter, findest du nicht? Ist mir ein wenig zu heiß. Gegen Abend wird es sich wohl etwas abkühlen. Na Mensch, unterhalten wir uns übers Wetter. Vielleicht wisst ihr etwas über den Fluch, den ich in mir trage. Blödmann. Sympathisch. Ich rieche doch was. Irgendwas scheint mit der Brücke nicht zu stimmen. Wenn er das schon so sagt. Naja, naja. Die Aussicht ist ganz super, ne? Es ist Luther, schnappt ihn! Wartet! Der Mann hat sich mir gestellt. Er hat mir sein Wort gegeben und er wird mit mir nach Gladstone zurückkehren. Naja, wenn das so ist, dann lasst ihn uns wenigstens etwas verprügeln. Ich habe mein Wort gegeben und ich halte mich an. Seht doch! Diese Viecher haben die Brücke zerstört! Wer sind die? Das sind Jahrhunderte! Meine Herrin befindet sich noch immer dort. Schnell, holt die Boote! Ja. So schnell sind wir so los geworden. Sehr nett. Wir speichern das Ganze wieder ab. Diesmal eher hier. Zack. Und dann sind wir jetzt schon mal im Dschungel der Wilden. Oder beziehungsweise stehen davor. Wie es dann da weitergeht und ob wir wirklich das Geschenk übergeben können, was wir hier bekommen haben, seht ihr in den nächsten Folgen. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch und sag schon mal bis dahin, euer Paddy und ciao.